Hallo Isäpplinge, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Dinas Stallgeflüster. Die Ellie ist auch wieder dabei, also es ist im Endeffekt Dinas und Ellies Stallgeflüster. Ja, yay, hi. Ja, da heute die Shire Horses rauskommen, haben wir überlegt, reden wir heute mal über diese tolle Rasse und gucken auch mal so ein bisschen auf den Trailer, was da so alles drin vorgekommen ist. Ich werde auch im Laufe der Folge immer mal wieder ein paar Szenen einblenden, wenn es gerade passend ist. Und wir sind in der Erntefeldprovinz unterwegs und werden hier heute so ein bisschen rumreiten und Dailies machen während dem Quatschen und dann zum Schluss auch nochmal auf die Koppelinsel reiten, wo dann die Shires in den Stall reinkommen werden. Aber genug gelabert jetzt so für den Anfang, würde ich sagen. Machen wir mal was. Jetzt kommen wir nicht weiter. So. Ja. Unglaublich viele haben Ewigkeiten auf die Rasse gewartet. Dementsprechend groß der positive Aufschrei, als es dann endlich angekündigt wurde. Yay, die Shires kommen. So, ich muss hier erstmal... Oh, nö, ich muss die Hühner einsammeln. Ja, ich hasse die Daily. Lass ich immer dezent aus. Das ist wahnsinnig. So, Säcke muss ich abliefern. So, ich schreibe jetzt hier einmal ganz kurz. Nehme. Auf, kannst aber mitkommen. So. Also, die Shires wurden angekündigt und man hat sie ja schon in der Herbstvorschau gesehen. Und dann jetzt auch vorgestern offiziell mit dem ersten Trailer. Zwei Stück sind zu sehen, ein Rappe und ein Dunkelfuchs sind's. Und Ellie, sag mal, was findest du denn? Was sagst du denn zu den Farben? An sich ganz hübsch, wobei Schwarz jetzt mittlerweile echt schon ausgelutscht ist. Also ja. Immer ist ein Schwarzes dabei. Der dunkelbraune spricht mich momentan mehr an, aber ich bin gespannt, was die dritte Farbe ist. Da dürfte ja wahrscheinlich noch eine kommen. Ja, ich denke auch, dass da noch eine dritte kommt. Wir haben ja damals bei den Morgan Horses schon rumgerätselt. Hey, wie kommen jetzt nur zwei Farben? Was ist das denn? Und dann war dann auf einmal doch noch der Dunkelfuchs, der da in der Box stand und rausgelächelt hat. Und ich bin unheimlich gespannt, was dann noch dazu kommen wird. Weil ich habe mich auch noch nicht so ganz entschieden, muss ich sagen. Und werde dann mal die letztendliche Kaufentscheidung morgen treffen. Was ich gut finde... Ich fange jetzt erstmal an, was ich gut finde. Wir haben auch. Die Ellie hat sich nämlich schon ein Shire-Rasse-Porträt angeguckt vorhin noch. Die hat sich schon optimal vorbereitet. Da hat sie mir sogar was voraus. was ich wirklich gut finde, ist, dass sie. Oh Gott, hat man es gehört? Nani hat gegähnt. Star Stable Analysen hatte jetzt ein Bild veröffentlicht, so zu Testzwecken, um mal so ein bisschen den Größenvergleich zu zeigen. Weil ganz, 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 ganz viele sich überlegt haben, wie ist das denn jetzt mit der Größe? Das ist eigentlich die größte Rasse. Aber ist es dann jetzt auch in SSO die größte Rasse? Und es macht tatsächlich den Anschein, dass sie nochmal einen Ticken größer sind als die Andalusier, die friesischen Sportpferde und die Friesen, was ich persönlich perfekt finde. Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ich meine, wir kennen alle das SSO-Team. Aber, ohne das jetzt mal, ich will ja nicht böse sein hier, aber ich hätte echt nicht damit gerechnet. Ich finde es sehr positiv und auch sehr schön finde ich, dass sie auch auf die charakteristischen Merkmale, auf die weißen Beinabzeichen geachtet haben. Was ich sehr schade finde, ist, dass sie die Gangarten vom Morgan Horse übernommen haben, weil meiner Meinung nach passen die überhaupt nicht. Ja. Also da muss ich sagen, ich habe halt dieses Video geschaut, ich hatte wirklich keine Ahnung von den Pferden. Sie sind groß und dick, mehr wusste ich nicht. Und da haben die halt auch die Gangarten gezeigt und erst da wurde mir dann bewusst, oh, das passt natürlich vorne und hinten nicht. Da haben sie es sich ein bisschen einfach gemacht. Ja, ich finde einfach, gerade der Schritt und der Trab, die sind, ja, da machen die morgens sehr, sehr kurze Schritte. Und das ist einfach eine Sache, wo ich... blödes Huhn. Wo ich sage, das passt einfach nicht zu den Shire Horses, weil die sind eben groß, die machen von Natur aus viel längere Schritte. Und das sieht dann aus, als ob das so ein bisschen auf rohen Eiern rumeiern würde, im wahrsten Sinne des Wortes rumeiern. Mhm. Was ich aber wieder ganz lustig finde, ist, dass der Charakter so ein bisschen nach links und nach rechts wippt beim Laufen, weil die Pferde sind eben nun mal massiger.
muskulöser und haben ein breites Kreuz. Und da sitzt man dann schon ein bisschen anders drauf als auf Vollblütern oder Warmblütern. Das finde ich ganz putzig, muss ich sagen. Mhm, das gefällt mir auch ganz gut. Und ich bin gespannt, wie er in der Galopp aussehen wird. Da bin ich auch ultra neugierig und vor allen Dingen auch die Frisuren. Was sagst du denn zu den Frisuren? Also zu der Frisur, die man bislang gesehen hat. Das, was ich gesehen habe, fand ich an sich ganz okay. Ich muss mich gerade wieder an den Trailer erinnern, ist wieder ein paar Tage her. Ja, ich blend's gerade ein. Achso, ja, dann weiß ich natürlich jetzt wieder voll Bescheid. Ich bin sowieso so ein Typ, der eher längere Mähen mag, so ein Naturtyp. Also auch mit Zöpfchen finde ich immer, muss passen. Und so kurze Mähne, so geschnittene kurze Mähne mag ich auch nicht. Von daher, ja, muss man glaube ich dann sehen, wenn die wirklich da sind. So ein Trailer sich anzuschauen, je nachdem wie es steht, wirkt es halt auch wieder ganz anders. Ne? Das denke ich auch. Also ich bin ja dann eher das Gegenteil. Ich mag ja die langen Mähnen eher nicht so gerne. Ich bin ja nicht für quadratisch praktisch gut, aber kurz praktisch gut. Und ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut, dass die komplette Mähne, das ist jetzt die erste Rasse eigentlich wirklich mit langer Mähne, seit sie diese dynamischeren Mähnen eingeführt haben, die auch mal wackeln beim Laufen. Und das gefällt mir sehr gut, dass sie das eingebracht haben. Ich bin aber auch sehr, sehr gespannt, was es noch für Mähnen geben wird. Ob es die altbekannten sind oder ob es vielleicht auch die ein oder andere neue Variante gibt. Mhm. Mir fehlt immer noch so ein blödes Huhn. Oh Mann. Ja, da bin ich mal gespannt, was der Friseur zu bieten hat. Ja, also mit einer gewissen anderen Person haben wir ja auch schon über die Shire gesprochen und diese bestimmte Person hat auch schon gesagt, dass die Frisuren, da hofft sie, dass der Friseur da noch was Pfiffiges zu bieten hat. Ja, also wir sind da auch schon sehr, sehr neugierig und können es eigentlich schon kaum abwarten, dass morgen die Server nach der Wartungszeit wieder da sind. Weil dann werden wir... Du dir auch, oder, Elli? Du wolltest dir auch eins holen. Ich will mir eins holen, aber ich bin immer so ein Typ, ein Pferd pro Rasse reicht, wo wir jetzt alle synchron wenden. Ja, das war sehr schön. deswegen bin ich noch am Überlegen, ob ich nicht dann auf die nächsten Farben warte, also bis alle Farben da sind. Mhm. Im Stream bin ich ja dann nicht im Spiel, sondern im Chat und genau. Dann fällt das nicht so auf. Nee, aber ich muss schon sagen, ich bin sehr neugierig. Was hältst du generell davon, dass sie nochmal Kaltblüter einführen? Ich meine, es sind ja unheimlich viele Warmblüter dazugekommen, eher zierlichere Pferde mit den Morgans und den Quarter Horses auch. Die letzten kräftigen Pferde, die eingeführt wurden, das Fjordi will ich jetzt auch nicht als kräftig bezeichnen, es waren ja eigentlich die nordschwedischen Kaltblüter. Also an sich finde ich es gut, weil das gibt einem eine Vielfalt und es gibt ja wirklich Reiter, die mögen lieber die Kaltblüter oder die anderen, die eher die zierlichen mögen und so hat man natürlich gewährleistet, dass jeder so sein Pferd kriegt, ne? Und ja, wenn du natürlich so Riesenpferde hast, also sie werden ja auch gerne mal Gentle Giants genannt. Ja, um jetzt das mal stimmt. So ein bisschen Fachwissen jetzt reinzubringen. also Gentle Giants, die sanften Riesen, die wirklich zu den größten Pferden überhaupt zählen. Und das schindet natürlich wieder Eindruck, wenn du auf so einem großen Tier sitzt, ne? Auf jeden Fall. Das ist, ich finde, das ist eine ganz, ganz besondere Rasse, weil sie tatsächlich auch vielseitiger sind, als man eventuell denkt. Ich bin selber noch nie eingeritten, leider. Ich würde ganz gerne mal. Aber wenn man da auch mal so auf YouTube schaut, es gibt ja durchaus auch Leute, die mit Shire Horses dressurmäßig unterwegs sind und die laufen auch ordentlich. Also das ist nicht unbedingt so der trampelige Ackergaul oder das trampelige Braufest-Pferd, sag ich jetzt mal. Also nicht Bierwagen-Pferd. Mehr. Ja. Genau, die sind also schon auch, werden auch zu edleren Zwecken eingesetzt. Es gibt da auch diese,
diese richtige Kultur mit diesen Schönheitswettbewerben in Anführungsstrichen, wo die Mähnen eingeflochten werden und richtig prächtig verziert werden in bunten Farben. Ich glaube, da könnte ich auch mal kurz die Historie anreißen. Habe ich mir extra Notizen gemacht. Damit ich nichts vergesse. Weil die Tiere sind ja ursprünglich aus Britannien, so 18. Jahrhundert rum, als Ritterpferde genutzt worden. Genau. Große, starke Pferde, die natürlich auch das Gewicht eines Ritters tragen können. Und das Problem war, dass die dann später fast ausgestorben sind, die Pferde, weil die Ritter irgendwann auch nicht mehr da waren. Und dann hat man sie auch tatsächlich zur Landwirtschaft genutzt. Und dann hat sich das halt weiterentwickelt, dass Leute Gefallen an den Tieren gefunden haben und sie dann auch gezüchtet haben weiterhin. Und so sind dann auch diese Feste entstanden, die du gerade angerissen hast, wo die richtig schön zurechtgemacht werden und präsentiert werden. Und das finde ich echt super, dass dann so eine Rasse quasi vom Aussterben bewahrt wird, weil es ist einfach, jede Rasse hat seine Geschichte und ich finde, nur weil ein Pferd nicht mehr im eigentlichen Zweck gebraucht wird, hat die Rasse ja dann nicht ausgedient, weil es gibt immer irgendwas, was man mit dem Pferd noch machen kann. Ja, und sie sind auch wirklich sehr gut zum Reiten geeignet, weil sie so ein sanftmütiges, ruhiges Wesen haben. Also das ist, glaube ich, auch so eine Kernsache dieses Tieres, weswegen sie auch Gentle Giants genannt werden, weil sie wirklich sehr ruhig sind, nicht in Panik geraten wie andere Rassen, die vielleicht in Situationen ausbrechen. Da ist dieses Pferd dann eher so der coole Typ, der sagt, ja, juckt mich nicht, ne? Genau. Und trotzdem sind sie keine Langweiler, denn es gibt ja auch es gibt ja richtige Kaltblutrennen, Shire-Rennen und das ist auch unheimlich faszinierend, selber gesehen, auch noch nicht nur in Videos, aber ich stelle mir das nochmal beeindruckender vor, wenn man wirklich daneben ist und der Boden bebt, die Hufe sind ja riesig. Ja. Und das ist einfach, ja, wir sind wieder beim Thema, vielseitig einsetzbar, also es ist eine ganz, ganz tolle Rasse. Und das auf jeden Fall. Ich bin echt neugierig, wie sie die einbringen, beziehungsweise was sie noch für Farben bringen. Es gibt ja hauptsächlich tatsächlich Rappen und Dunkelfüchse, das ist somit die häufigste Farbe. Aber auch sehr viele Braune gibt es und in ganz seltenen Fällen mal Schimmel, aber auch die gibt es. Und ich denke, dass sie deswegen wahrscheinlich auch, um jetzt nochmal auf den Trailer zu kommen, deswegen eben den Rappen und den Dunkelfuchs als erstes gezeigt haben, weil das eben wirklich so die Hauptfarben sind. Und sie sich dann überlegt haben, ja, gucken wir mal, was sich die Mädels dann so ausmalen. Gucken wir mal, ob sie richtig raten quasi, welche von den eher selteneren Farben wir dann auch noch reinbringen. Also ich hoffe wirklich, gespannt, dass die da noch was Besonderes reinbringen. Also ich habe im Internet ein Bild gesehen, das war, glaube ich, ein Rappe. Und der hatte aber so die Flanke, war dann so ein riesiger Fleck, wo er aussah wie ein Schimmel. Also ich kenne mich mit den ganzen Farben überhaupt nicht aus, aber das war schon richtig außergewöhnlich für meine Pferdekenntnisse und da hoffe ich, dass wirklich so ein Schmankel dabei ist. Muss und ja nicht gerade das sein, aber irgendwas Besonderes. Das würde ich mir auch wünschen. Und was ja, ich glaube, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, was ja wirklich charakteristisch ist, sind die weißen Beinabzeichen und eben der üppige Fesselbehang oder auch Kötenbehang nennt man den ja. Und diese weißen Abzeichen, die ziehen sich ja teilweise bis kurz unter den Bauch. Das ist ja auch irgendwie nochmal so was Besonderes, was nicht jeder hat. Und hier stehen schon einige Leute vor dem Stall, wo dann morgen auch die Shires, beziehungsweise heute, die Folge kommt ja am Mittwoch, wo dann heute die Shires auch drin stehen werden. Jede Menge Platz auf jeden Fall. Auch noch für weitere Farben. Ich bin gespannt und würde sagen, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt, dass die Shires kommen, ob ihr euch schon für eine Farbe entschieden habt oder ob es euch so geht wie uns und ihr erstmal noch die letzte Farbe abwartet. Vielleicht ist ja mittlerweile jetzt auch schon noch ein Bild rausgekommen, wo die letzte Farbe zu sehen ist. Ich bin gespannt. Vielen, vielen Dank dir, Ellie, dass du mitgemacht hast und hier auch noch kein Problem. Tiefes Fachwissen einstreuen konntest. Ja, gerne. Okay, und dann danke ich dir fürs Mitmachen, euch fürs Zuschauen und nachher gibt's dann natürlich das Update-Video mit Shire-Kauf. Also ihr Lieben, nicht verpassen, viel Spaß mit euren Shires nachher und bis später. Tschüss. Ciao.